das weiß keiner. Der Roy Black und ich, wir waren in den beginnenden 60ern die ersten Disc-Jockeys. Und ich habe das in München, meine Mutter hat mich von Erlangen dann einmal im Monat nach München gefahren. Das weiß keiner. Der Roy Black und ich, wir waren in den beginnenden 60ern die ersten Disc-Jockeys. Da gab es einen Amerikaner, der hieß Mel Sondock, und der hat sogenannte Record-Hops gemacht. In München zum Beispiel im Löwenbräukeller, wo 3000 Leute tanzen. Auf der Bühne wurde Platten gespielt und mit einer kleinen Ansage. So ein Mikrofon, zwei Tische, jeweils immer ein Plattenspiel hast du aufgelegt. So. Und nun wünscht Renate, Petra und Richard sich Caroline von Ted Harold. Und dann war Caroline, kann ich nicht der Boyfriend sein. So hat das angefangen? Das hat der Roy in Augsburg gemacht, ich weiß nicht wo. Ja. Ich für den Mel Sondock, weil der ging nach Köln und hat es dann in Köln gemacht, war im WDR dann ein großer. Und ich habe das in München, meine Mutter hat mich von Erlangen dann einmal im Monat nach München gefahren. Damit du aufnehmen kannst. Um 7 Uhr, das ging von 7 bis 11. Und da kamen die, das war das Einzige für die Teenies. Es gab nichts, es gab auch noch keine Diskotheken und so weiter. Ja. Es gab das Record-Hop. Ja? So, und da kamen die Teenies mit Petticoaten noch. Nein, und die kamen und tanzten da und es wurde geschwenkelt. Und so. Und da warst du schon der Star des Abends als DJ. Und ich war der Star des Abends als DJ. Da hast du doch bestimmt auch einen guten Stich gehabt bei den Mädels. Nein, deswegen, weil meine Mutter hat mich heimgefahren. Ja. Julia, da kannst du mal sehen. So brechen Märchen ganz in kleine Teile zusammen. Ne? Ja.